Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Seven Days to Die. Alter, was stimmt mit dir denn nicht? Ich hab mich ausgeloggt, um die UI zu installieren, weil ich in der ersten Folge. Gott, oh Gott, 44. Mich ausgeloggt und wieder eingeloggt. Und warum ist hier denn einfach mal instant ein Zombie oben? Mich verarschen? Komm mit. Komm her, mein Freund. Wo willst du hin? Du triffst mich nicht nochmal. Wie doof ist das denn? Dass der direkt neben mir spawnt beim Einloggen. Und dabei habe ich mich nur ausgeloggt, um die UI zu installieren, weil mir das aufgefallen ist. Ich wollte natürlich so schnell wie möglich, jetzt wo ich aus dem Urlaub zurück bin, neu anfangen. Und dann sowas. So, wir holen uns hier erstmal Knochen raus, damit wir ein Messer haben, ne? Vergessen wir das wieder. Ich höre hier schon Wolf im Hintergrund. Warum? Nicht auf dem Hof. Ich hab mir mal eben eiskalt die ganzen Frames zerstört hier. Gerade. Aber ich glaube, so müsste das auch reichen. 3 Frames. Ja. Wo ist eigentlich der Wolf? Schon hier? Unten steht er. Ne, ein Hirsch. Können auf jeden Fall aggressiv sein. Komm, die werfen wir mal auf. Dann haben wir die Quest fertig. Zack. Das ist nur so einer. Aber der hat mich schon, ne? Okay. Rein theoretisch sind wir versteckt. Haben wir genug Holz für die Kiste? Jo. Fertigen. Können wir hier erstmal einfach alles reinhauen? Da. Zack. Ja, das mit in der Luft hängen hier ist natürlich mittelgut, ne? Also optisch finde ich das ja schwierig. Gut. Aber nicht zu ändern. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Erstmal alles hier bleiben. Federn behalten wir. Wasser brauchen wir. Essen wahrscheinlich auch. Wir nehmen das erstmal mit. Auf dem Weg. Wir wollen noch ein bisschen was looten, bevor wir die Nacht hier verbringen. Den Wolf nicht. Warte ich hier? Nee. Toll. Eieiei. Vielleicht mal eine Pistole. Lernen wir doch. Diese. Sehr gut. Wir looten hier vor Ort erstmal alles weg. Der Wolf hat aufgegeben erstmal, aber die Zombies sind auf jeden Fall aktiviert hier vor. Hier können wir nochmal eine Tür zwischen machen. Damit wir abends ein bisschen Zeit haben, wenn jemand kommen sollte, zu reagieren. So, heißt das auch Tür hier ganz normal? Gesicherte Holztür, die noch ein bisschen Holz braucht. Alles klar. Irgendwie. Holz organisieren wir auch noch. Dann gucken wir uns erstmal hier um, ne? Da bestimmt auch noch Zombies unterwegs. Nachtsichtgerät würde ich nehmen. Jetzt soll ich mich erstmal umgucken, ne? Bevor ich hier loote. Ja. Da unter. Oh Gott. Wie halten die denn aus? So eine Feuerstelle wollen wir uns auch noch machen. Guck, hier ist noch einer versteckt. Sehr gut. Macht mich fertig. Okay, Federn. Und Streckermagazin. Ja gut, Magnum. Uiuiuiui. Okay, das lassen wir erstmal hier stehen. Immer noch lang. Viecher nerven hier vor Ort. Den nehmen wir nochmal. Aber sagen. Nehmen wir erstmal alles mit, ne? Ackerbau.
Auch damit werden wir uns beschäftigen müssen. Ob ich schnapp mir erstmal die Autos hier vor Ort. Oder wir versuchen den so zu töten, wenn er schon. Mal ran. Wenn du da so festhängst. Ach, das können wir sogar im Stehen machen. Ohne dass er uns trifft. Ich wollte gerade sagen, hauptsache von hinten kommt keiner. Komm, erstmal du. Du bist drin. Bist du erstmal fällig. Okay. Komm ran. Gut. Da hätten wir gleich ein bisschen Fleisch. Schön. Wir haben leider keine Fäden. Kriegen wir dich hier auch durch? Nee, das wäre zu viel des Guten gewesen. Aber wir gehen gleich mal rum. Wir gehen einmal rum. Oh Gott, dauert das noch lange mit dem Looten. Zu Beginn immer, ne? So, lesen. Aber ein bisschen komisch bewegen die sich noch, ne? Warum haut er da jetzt nicht weiter gegen? Könnte er ja machen. Alter Schwede, dauert das lange, die Autos zu looten. Ja, vielleicht nochmal zwei, drei Zombies töten. Oh, ein Motor. Ist richtig. Alter Schwede, ey. Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, das läuft so unglaublich gut. Der Start ist fast zu schön. Außer, dass wir natürlich hier fast gestorben wären. 74. Ist jetzt auch nicht die Welt. Aber wir sind unvorsichtig natürlich auch ein bisschen. Weil haben wir noch gar nicht so eine gute Verteidigung. Aber ich bin halt kein Nahkämpfer, ne? Und die Nahkampfwaffe, die wir hier haben, die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig doll. Komm mal her hier, damit du nicht noch die ganze Nacht rumnervst. Kriegst du mal einen auf der Gusche. Komm mal ran hier. Fuck. Sehr gut. Danke. Okay. Ja, mit deinem Loot. Ist da hier jemand in der Nähe? Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Fleisch mehr. Komm mal ran. Und Leder natürlich. Das einzig Doofe, wir haben halt noch keinen Kochtopf. Aber wir haben Gläser. So, wir haben Holz. Wir haben Zombies in der Nähe. Aber Zombies haben wir ja immer in der Nähe. Das ist ja nun nichts zu ändern, ne? So, wie viel Holz haben wir? 36 ist nicht so viel. So, wir machen uns aber erstmal. Warte mal. Steine, Mist. Oh. Ja, die anderen Pfeilspitzen, die will ich nur noch nicht benutzen. So, kriegen wir den repariert? Wir haben nicht mal dafür genug Steine, ey. Mann. Unglaublich. Vielleicht einen Stein zum Reparieren eigentlich? Gucken. Zack. Jo. Einer reicht. Dann können wir nämlich uns. Ja, gut, wir können uns die kleinen Steine natürlich mitnehmen. Aber wir werden mal so einen dicken Stein nochmal auseinandernehmen. Ja, Stein und Holz ist zu Beginn echt immer eine Qual, ne? Dass du so eine Fire Axe fertig hast. Und der erste Tag, da hast du halt nicht viel Zeit. So, und ich versuche halt immer zu Beginn. Möglichst viel. Aber wir holen uns einen Ressourcenstein. Als so eine gesicherte Base zu haben, ne? Wo du im Zweifel, wenn du überrannt wirst und du halt noch keine Verteidigung hast, trotzdem dich irgendwie verteidigen kannst. So. Und das kann man halt da oben. Indem die Frames da halt stehen. Also da kommt halt irgendwie erstmal, außer es wäre ein Spider-Zombie, erstmal keiner hoch. Selbst wenn sie dich überlaufen, muss man es halt aushalten. In der Nacht. Das kriegt man aber hin. So, zack. Wir machen einmal die 18. Haben wir schon mal ein paar Federn. Wir haben 19 Uhr. Wird auf jeden Fall dunkel werden. So viel kann ich versprechen. Ja, vielleicht mal leise. Kriegen das die anderen Zombies nicht mit, dass ich hier so drauf rumdresche. Kriegen aber auf jeden Fall schon ein bisschen Eisen dadurch. Und Steine halt. Ressourcensteine lohnen sich logischerweise immer noch
nach wie vor viel mehr. So, dann würde ich aber eigentlich auch nochmal, bevor es halt Nacht wird, ein Holz mitnehmen. 27 ist mir ein bisschen wenig. So sind sie ein bisschen entspannter. Immer auch apropos gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die Wanderhorden sich jetzt verhalten. Ob die immer noch so scheiße sind. Dass die Wanderhorden krasser sind als die Feralhorden. Mal gespannt. Was uns so ein bisschen fehlt, ist die Wüste. Also ich will mich ja nicht beschweren. Ne? Mein Start ist ja schon nicht so verkehrt. Aber eine Wüste fehlt uns. Dass wir hier nicht mit Yuka voll nehmen können. Oh, Yuka, wir haben gerade keine Ausdauer. So, und die werden wir natürlich gleich neu setzen. Das macht nur Sinn. Ja. So. Pfeile sparen. Jo, hat sehr gut. So muss es sein. Und weg. So, dann setzen wir den mal gleich wieder neu. 77 Holz. Eine. 30. Gut. Eine Feuerstelle kriegen wir damit hin. So, Tee kriegen wir aber noch nicht hin, weil wir halt keinen Kochtopf haben. Vielleicht finden wir hier vorne noch was. Irgendeine Kleinigkeit, ist 19 Uhr. Hosen, okay. Nichts weiter. Auch. Augen auf beim Looten. Vanessa. Oh, 17 Federn. Kriegt man hier noch so einfach Steine? Ne. Naja. Ah. Ne, einfacher ist es aber nicht. Mache ich dann nochmal die restlichen Pfeile, dann haben wir immer noch genug Steine, 22 für die Feuerstelle. Der Zombie darf erstmal da bleiben. Oh, Taktik. Das werden wir auch brauchen. Ich glaube, hier müsste auch noch irgendwo ein Zombie rumeiern. Kriegen wir den noch weg? Hier gerade keinen. Im Blind. Und er ist abgehauen. Er hat Angst. Das kann natürlich auch gut sein. So, eigentlich müssen wir einmal hoch. Weil wir keinen Platz mehr haben. Guck mal, können wir noch irgendwie was zum Stacken hier einsammeln? Das Gute ist halt, wir können uns hier noch relativ frei bewegen. Auch wenn die Zombies kommen. Ohne dass wir gleich Angst kriegen müssen. Denn, außer die spawnen hier natürlich drin. Das wäre super ärgerlich. Jetzt nicht mitnehmen. Komm, wir machen das einmal hier. Oh, warte. Erlegen wollte ich. So. Und. Wenn ich extra hoch, kommen die beiden. Die auch so zerlegen. So. Zack. Hier noch was. Nichts zum in das zerlegen. Jacke. Na komm. Die nehmen wir eh so nicht. Auch das Shirt nicht. So. 20.30 Uhr. Eieieiei. Das mit dem Spawn hier, ne? Das doch tatsächlich irritiert. Wo wir das Bett auch hier gelegt hatten, war das schon sehr, sehr nah. Ich würde aber gerne noch, was jetzt stockduser wird. Noch ein bisschen was looten. Ich würde gerne ins Nachbargebäude nochmal mit rein. Wir gucken mal hier. Komm. Gas. Oh. Ein. Nee, doch. Ausgang nicht gesehen. Zu nervös. So, hier wollte ich nämlich gerne nochmal rein. Weil von hier kommen wir nämlich auch runter. Zur anderen Seite. Wenn hier kein Zombie ist, dann ist alles gut.
Und die fangen nämlich bald an zu laufen. Da müssen wir aufpassen. 20.50 Uhr. Ja, gut, ein bisschen Zeit ist noch. Ich muss mich an diese 60-Minuten-Umstellung mal gewöhnen. Ich hatte die Experimental angefangen. Mit 50 Minuten Tag-Nacht-Modus. Das ist für die Folgen ein bisschen doof. Das ist manchmal so nette Nachtfolgen und das ist ein bisschen nervig. Oder? Wir gucken erstmal. Ist kein Zombie. Da auf der anderen Seite waren wir gerade. Also gerade ist gut. Vor einer Weile. Ah, hier ist aber auch nicht viel Loot, ne? Halt mal die Fackel in der Hand. Das ist zu dunkel. So. Ja, also wegen den Folgen ist es halt besser, wenn der Tag halt um 4 losgeht, nicht so wie Tag 1. Es geht ja immer so ein bisschen mittendrin los. Wenn es um 4 Uhr morgens losgeht, da gibt es schön die erste Folge und dann hast du die zweite Folge und dann passt das richtig wunderbar, ne? Auf hier. Mir doch irgendwie noch immer so eine Leiter. Eine Holzleiter. Einmal bauen, bitte. Anstreichen können wir auch schon. Wie bei den Profis hier. Wir haben. Oh. Kommen wir da so an? Ja, natürlich. Okay. Mega Loot. Okay, hier ist echt auf der Seite nicht so viel, ne? Ja, dann können wir hier draußen nochmal ein bisschen gucken. Den hatten wir. Das hatten wir auch. Nicht. Und ein paar Autos uns gleich holen, glaube ich, ne? Glaube ich. Wollte jetzt nicht noch kurz vor der Nacht Zombies aktivieren. War nicht mein Plan. Ich glaube, wir sind noch. Ja, noch sind wir versteckt. Ja. Haben wir schon alle Autos? Den hatten wir. Den, den, den. Den auch. Okay. Gut. Hier noch? Den restlichen Loot. Zack. Hier ist nix. Warte. Loot-technisch, ey. Loot-technisch könnte das noch einen kleinen Schnaps besser sein. Würde mich nicht ärgern. Wollen wir hier auch mal eine Tür einbauen? Nee, nicht nötig. Also erstmal, wie viel Holz? 50. Hier nochmal rein. Oh, bitte Mining Helm, ey. Hier hatten wir. So, die Rezepte einmal lernen. Zack. Jetzt sicher packt die Fackel weg. Beim Lesen. Juhu. Ich kann mit Licht meistens besser lesen. Ja, offensichtlich nicht so. Und hier hatten wir jetzt alles gelootet. Genau. Okay, perfekt. Hier. Warte mal. Kein Zombie versteckt, ne? Nein. Können wir hier erstmal weitermachen? Schritte? Glaube nicht. Ich glaube, es täuscht. War neuer. So, Bläser. Können zu Beginn auch nicht schaden. Okay. Nehmen den oberen mal hier auseinander. So, das hatten wir gerade gesehen. Da ist ja noch einer da unter versteckt. Zack. Angel. Ah, dann haben wir leider Gottes hier vor Ort auch schon alles gelootet. Eine Etage über uns auch schon, ne? Will ja hier respawnt einer, ey. Krieg ich einen Herzinfarkt. So ein Holz hier oben muss auf jeden Fall einer rein. Okay, hier ist keiner. Also, hier kommt eine Holztür rein. Ich weiß nicht, geht das?
Tür. Kriegen wir die hier innen rein? Die muss gar nicht so krass sein. Die muss mir einfach nur die Chance geben, zu reagieren. Dafür will ich sie eigentlich nur haben. Super, im Dunkeln ist es sehr toll. Shit, ich glaube, wir müssen den Rahmen weghauen. Komm mal ran, kriegen wir dich. Hier platziert. Ah, da komm. Machen wir einmal den Rahmen hier weg. Und dann kriegen wir nämlich die Tür hier auch rein. Glaube ich. Den noch. Wir machen es mal lieber im Sitzen. Reparieren. Zack. Jetzt können wir uns bald mal wieder eine neue herstellen. Aber bis 20 kann man die auf jeden Fall noch nutzen. Sage ich mal so. Ja, perfekt. Sehr gut. So, und zwar ist die jetzt einfach nur dafür da, wenn ich hier rumlunger. Ja? Oh, warte mal, die Fackel. Ja. Wenn ich jetzt hier rumlungern sollte, dass ich's. Habe ich noch nicht gelootet? Ja. Läuft. Dass ich nicht direkt überrascht werde, wisst ihr? Also, dass ich halt eine Chance habe, noch kurz hier hoch zu flitzen. Okay, jetzt haben wir wirklich alles gelootet. So. Schlafplatz ist auch hier aktiviert. Den zerlegen wir noch. Den zerlegen wir noch. Hoch, hoch, hoch. Malern werden wir wahrscheinlich erstmal nicht so schnell. Ich würde ja nehmen, ne? Aber wir haben noch zu wenig zu trinken. So, dann machen wir uns einmal ein Lagerfeuer. Zack, zack. Können wir sonst auch hier unten hinbauen? Ja. Zack. Zack. Ach, ein Lagerfeuer. So, reise zur Siedlung, beziehungsweise finde den Trader. Der Trader. Oh, kann man jetzt weiter rauscrollen? Sieht er so aus. Uiuiui, der Trader. Ist irgendwie. Oh Gott. Oh doch. Da, genau zur anderen Richtung. Wo wir gespawnt sind. Ja, ist auch in der Nähe, ist auch gut. Perfekt. Wunderbar, hier geht die Straße weiter ins zerstörte Biom. Hier sieht man das so ein bisschen. Und hier haben wir noch Loot-Möglichkeiten ohne Ende. Können uns richtig die Taschen vollhauen. Das finde ich ziemlich nice. Wir könnten im Notfall, aber ich glaube, wir werden am nächsten Tag werden wir schon noch einen Kochtopf finden. Aber zur Not könnten wir hier uns nochmal Wasser abkochen. Wir haben jetzt zweimal Wasser. Ein paar Meter kommen wir noch. Aber spätestens heute Morgen oder am nächsten Morgen müssen wir was trinken und was essen. Wir gucken mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Tag 2, 4 Uhr morgens sicherlich wieder. Ich werde hier noch ein bisschen sortieren, ein bisschen gucken, ein bisschen machen und tun. Und sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Gonji. Tschüss.